Peter, den folgenden Teilnehmerfeld auf der Bahn 1 für Deutschland, Erik Neue, die 2 für Polen, München, Zinski, auf der 3 für Italien, Sergio Quatschun, auf der Bahn 4 für Deutschland, Sebastian Brendel, die 5 für Usbekistan, Palimenko, auf der Bahn 6 für Kanada, Mark Oderschraub, auf der Bahn 7 für Vasily Zakias, Kieros dos Santos, auf der Bahn 8 Rumänien, Leonid Kahn, auf der Bahn 9 für die Ukraine, auf der Bahn 8. Ladies and gentlemen, race 118, final C1 man, 1000 meter. Ray 1, representing Germany, Erik Neue. Ray 2, representing Poland, Vincenz Rominski. Lane 3, representing Italy, Sergei Gracchio. Lane 4, representing Germany, Sebastian Brendel. Lane 5, representing Republic of Uzbekistan, Vadim Menko. Lane 6, representing Canada, Mark Oderstrom. Lane 7, representing Brazil, Isaias Kieros dos Santos. Lane 8, representing Romania, Leonid Kahn. Lane 9, Ukraine, representing Pablo Haidu. Ja, aus Sicht der Deutschen lacht Wunder da, bringt unser Interesse natürlich auf Sebastian Brendel. Es hat eine gewaltige Erfolgsserie, gerade auf dieser Strecke Olympiasieger, Weltmeister, aktuell Europameister. Er trifft hier auf einen Gegner aus Brasilien, mit dem er sich schon vielfach auseinandersetzen musste, ist aus der Brasilien, Isaias Kieros dos Santos. Immerhin Weltmeister über 500 Meter und 2013, da hat er hier in Duisburg die Bronzemedaille gewonnen über die 1000 Meter. Dann aber auf der Bahn 9 für die Ukraine, Pavlo Alsenhoff, aktuell Dritter bei den Europameisterschaften über diese 1000 Meter. So, dann schauen wir mal auf die Strecke. Wir konzentrieren uns auf die Bahn 4. Auf Sebastian Brendel und auf die Bahn 7. Das ist der Brasilianer und ich sehe da vorne Brasilien, dann Deutschland und dann Kanada. Mark Oderschraub auch schon in vielen Jahren hier in Duisburg, man kann schon fast sagen, der ist hier zu Hause. Und der Brasilianer auf der Bahn 7, der hat die Initiative im Griff und er führt in diesem Finallauf über 1000 Meter bei der Kanadier. Bahn 4, Sebastian Brendel in der 2. Position, aber wird angegriffen von Mark Oderschraub auf der Bahn 6 aus Kanada. Da wird sich die Entscheidung zwischen den drei Fahrern hier ergeben. Noch führt der Brasilianer, aber Sebastian Brendel, Sie sehen es, hat die Schlagzahl hochgezogen, er führt, versucht dann das führende Boot heranzukommen. Und nach wie vor bei den Brasilianern auf der Bahn 7, Sebastian Brendel auf der 4. Er kommt, er kommt.